Jo, wir kommen jetzt zu dem letzten Block, der letzte Block, der sich also damit beschäftigt, mit der Gleichstromübertragung. Und zwar das, was Dr. Riddinghaus ausgeführt hat, HVDC Classic, HGÜ Classic, was ja hier in Frankreich, Spanien gewählt wurde, war ja diese moderne Technologie. Diese HGÜ Classic hat ganz bestimmte Vorteile. Sie hat unter anderem den Vorteil, dass sie also erstens ausgereift ist, zweitens, dass sie im Vergleich zu der anderen Technologie kostengünstiger ist und drittens, weil sie Leistungsgrößen beherrscht in der Übertragung von mehreren tausend Megawatt, etwas oder Aufgabenstellungen, denen man immer wieder begegnet. Und deswegen gibt es immer wieder die Entscheidung, wir nehmen nicht Drehstromtechnik, sondern Gleichstromtechnik aus ganz bestimmten Gründen. Ich freue mich, Ihnen wieder einen Professor Dr. Dirk Westermann ankündigen zu können, der uns die Einführung gibt in die Problematik in China. Und anschließend kommt unser Freund Dr. Lei von dem State Grid Power aus China, der uns dann sagt, was denn die chinesischen Gedanken sind und zu welchen Lösungen das in China führt und wie weit man da ist und was man dort macht. Und ich kann Ihnen sagen, das ist schon beeindruckend, was da läuft. So, bitteschön. Ja, vielen Dank nochmal, Damen und Herren. Ich möchte auch diese Einführung etwas kurz halten. Supergrid ist ja ein Schlagwort, was gerade schon der Herr Rittinghaus genannt hat. Der erste Schritt zum Supergrid in Europa wird gebaut. China ist da möglicherweise schon ein bisschen weiter. In China gibt es enormen Bedarf an Energie mit enormem Wachstumspotenzial. Herr Dr. Lai wird das gleich noch im Detail ausführen. Dort gibt es naturgemäß die Transportaufgabe, die hier hervorgehoben ist, große Energiemengen über weite Strecken zu transportieren. Das unterscheidet sich etwas von dem, wie wir es in Europa historischerweise hatten. Wir haben zwar auch große Energiemengen, aber die weiten Strecken hatten wir nicht in der Vergangenheit. Es ändert sich gerade etwas mit Offshore-Windparks, wie wir heute auch schon gehört haben. Möglicherweise haben wir auch in Zukunft beim transkontinentalen Supergrid in Europa eben eine ähnliche Transportaufgabe. Da stellen sich dann Grundsatzfragen für die Organisation im Netzbetrieb. Wie macht man sinnvollerweise? Baut man ein leistungsstarkes Verbundnetz auf, was vermascht ist, so wie wir es heute in Europa haben? Ist das überhaupt geeignet, über eben entsprechende Entfernungen große Energiemengen zu tragen? Oder ist es vielleicht eher so, dass man ein Netz baut, um einzelne Netzinseln miteinander zu vernetzen? Wäre auch eine Möglichkeit. Und in China hat man dort eigentlich alle Freiheitsgrade. Dort gibt es also keine, sagen wir mal, historisch gewachsene Infrastruktur, die möglicherweise aufgrund der Änderung des Kraftwerksparks, wie wir das in Europa sehen, umgewidmet werden muss, sondern man hat dort eigentlich die Chance, ein neues Verbundnetz zu bauen und dort eben auch eine wirtschaftliche Optimierung zu betreiben. Da gibt es gewisse Technologieentscheidungen, die grundsätzlich Natur sind. Macht man Gleichstrom, macht man Wechselstrom, also Drehstrom, Punkt-zu-Punkt-Verbindung oder Verbundbetrieb. Manche HGÜ-Technologien, wenn man sich denn für Gleichstrom entscheidet, eignen sich nicht für den vermaschten Betrieb. Dafür bieten sie vielleicht die Möglichkeit der Leistungsübertragung im zweistelligen Gigawattbereich in naher Zukunft. Was ist die optimale Spannungsebene? In Europa stehen wir bei 400 kV. Das wird aber möglicherweise nicht der Weisheit letzter Schluss sein, sondern wir werden auch dort Veränderung möglicherweise sehen. Ja, wie sieht es dann aus? Geht man auf 750? 1100 kV ist heute machbar. Es gibt aber auch gewisse Übertragungsgrenzen oder beziehungsweise Technologiegrenzen bei den Übertragungsmengen. Also alle diese Fragestellungen stehen natürlich im Vordergrund, wenn man eben Hochleistungsenergietransport über weite Distanzen vornehmen möchte. Und das soll sozusagen als Einführung dazu dienen. Denn es gibt bereits Länder, in denen ist das Supergrid im Prinzip mehr oder weniger Realität. Ich habe da einfach mal die Folie hier aufgelegt mit den bestehenden und noch geplanten
Ausbauprojekten in HGÜ-Technologie, aber ich denke, im Detail wird Ihnen jetzt der Herr Dr. Ley das entsprechend erklären. Vielen Dank.